Ich habe heute das Vergnügen, Jan von Aken in einem Podcast zu interviewen. Und zwar wollen wir uns heute hauptsächlich über Rüstungskontrolle unterhalten. Jan von Aken ist stellvertretender Vorsitzender der Linken im Bundestag. Er war einer der 8 Spitzenkandidaten für den Wahlkampf, der vor kurzem stattgefunden hat und diesen Bundestag, den wir jetzt haben, zurückgelassen hat. Und im Bundestag beschäftigt er sich unter anderem mit der Rüstungskontrolle. Da wäre jetzt auch gleich meine erste Frage. Was kann ich mir unter Rüstungskontrolle vorstellen? Wir wissen, dass Deutschland auf Platz 3 der Rüstungsexporte weltweit ist und wir wissen, dass viele deutsche Waffen in Konfliktgebieten auftauchen. Was wird geprüft und was wird kontrolliert, wenn man Waffen exportieren möchte? Also für jeden Export einer Waffe oder auch von anderen Rüstungsgütern, dazu fallen dann, was weiß ich nicht, gepanzerte Fahrzeuge, die sind keine Waffe, weil damit kann ich nicht schießen, aber sie sind militärisches Gut, also diese Rüstungsgüter. Und man unterscheidet zwischen Trägersystemen und echten Waffen? Nee, man unterscheidet zwischen Waffe ist alles, mit dem ich direkt töten kann, also ein Kriegsschiff, ein Panzer, ein Sturmgewehr. Und Rüstungsgüter, das ist alles, was ich für den Krieg brauche, was selbst aber nicht schießt, sag ich mal. Also, das kann eine Gasmaske sein, ist ein Rüstungsgut, oder ein Schutzanzug, das kann ein Radargerät sein, ein Nachtsichtgerät, also alles, was militärisch gebraucht wird, aber nicht selber schießt und tötet. Das ist der Unterschied zwischen Kriegswaffe und anderen Rüstungsgütern. Alles, was an Waffen in Deutschland produziert wird, braucht schon eine Genehmigung, und auch wenn es exportiert wird, nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz, braucht auch der Export eine Genehmigung, und diese Rüstungsgüter sind nach dem Außenwirtschaftsgesetz kontrolliert. Auch da braucht es eine Genehmigung für jeden einzelnen Export. Das wird dann von den deutschen Behörden geprüft. Da gibt es das Bundesausfuhramt, werden jedes Jahr 16.000 Anträge gestellt. Also insofern wird das alles sehr intensiv verwaltet. Ich finde, da findet aber kaum eine Kontrolle statt, denn von diesen 16.000 Anträgen werden 15.900 mit Ja beantwortet. Das wird also alles hemmungslos in alle Welt exportiert. Wir wissen ja jetzt, dass das Kontrollgremium im Bundestag für den Geheimdienst kaum irgendeine Macht hat, weil der Geheimdienst ihm kaum Unterlagen vorlegt. Ist ja alles geheim. Wie ist das bei der Rüstungskontrolle? Sind da die Informationen besser? Ist da die Auskunft besser? Kann man da überhaupt etwas kontrollieren als Bundestagsabgeordneter? Jein. Erstmal sind die Bundestagsabgeordneten überhaupt gar nicht eingebunden. Das heißt, es gibt noch überhaupt kein formales Gremium im Bundestag, das sich mit Waffenexporten befasst. Aber ich als Abgeordneter kann Fragen stellen an die Bundesregierung. Einmal im Jahr muss die Regierung auch einen Rüstungsexportbericht veröffentlichen. Da kommen auch Informationen raus, nur eben sehr viel später. Jetzt irgendwann kurz vor Weihnachten wird der Rüstungsexportbericht 2012 veröffentlicht. Das heißt, teilweise sind die Sachen schon seit 22 Monaten verkauft und verschifft und jetzt erfahre ich das erst. Aktuelle Sachen kann ich manchmal abfragen durch direkte Fragen. Das mache ich auch intensiv. Also hunderte von Fragen habe ich, glaube ich, gestellt. Viele werden nicht beantwortet, aber manchmal gelingt uns das doch, eine Perle zu finden, wie zum Beispiel, als wir herausbekunden haben vor einigen Wochen, dass Deutschland sehr heikle Chemikalien, die für die Sarinproduktion geeignet sind, nach Syrien geschifft hat. Das ist so eine Frage, die konnten sie nicht vermeiden, mussten sie antworten. Also man kann ein bisschen was rauskriegen, aber es ist mir viel zu wenig. Ich muss dazu sagen, man kann das alles in deinem Blog nachlesen und das wird dann natürlich auch für unsere Zuhörer verlinkt. Also schaut in die Beschreibung zum Podcast rein, wenn euch das näher interessiert. Eine nächste Frage wäre von mir, die Leopard-Panzer, die nach Saudi-Arabien geliefert werden, waren ja ein sehr heikles Thema, weil es ist bekannt, dass Saudi-Arabien kein demokratischer Staat ist und sogar aktiv die Demokratiebewegung bekämpft, zum Beispiel in Bahrain, aber auch im eigenen Land. Nun wurde dieser Export ja dadurch bekannt, meiner Meinung nach, dass es zuerst in einem Spiegelartikel erwähnt wurde. Und hätte jetzt nicht zufällig jemand den Spiegel informiert, hätten wir ja wahrscheinlich von diesem Rüstungsexport gar nichts mitbekommen, sondern erst ein Jahr später durch den Kontrollbericht, wenn es halt alles schon viel zu spät gewesen wäre. Ist das die übliche Vorgehensweise, dass alles geheim gehalten wird, damit sich keine Empörung entlädt und damit auch keine Debatte über diese Rüstungsexporte stattfindet? Ja, genau so ist es. Tatsächlich hätten wir von diesen Leopard-Panzern wahrscheinlich erst in 4-5 Jahren erfahren. Denn jetzt ist erstmal in diesem Bundessicherheitsrat erstmal entschieden worden, dass es überhaupt generell exportiert werden darf. Jetzt verhandeln die Firma mit Saudi-Arabien, irgendwann machen die einen Vertrag, dann fangen sie an zu produzieren, dann werden sie eine formale Antrag auf Genehmigung stellen und dann nochmal 1,5 Jahre später hätte ich davon erfahren. Und natürlich ist die Geheimhaltung ausschließlich dafür da, dass es keine kritische Debatte gibt, dass die erst dann aufkommt, wenn alles zu spät ist. Wenn wir in 5 Jahren davon erfahren hätten, wären die Panzer alle schon geliefert gewesen. In den USA ist es zum Beispiel anders. Da werden zumindest die beiden Kammer des Parlaments
bei großen Projekten vorab informiert und dürfen auch sagen, was sie davon halten. Hier in Deutschland, wie gesagt, geben Sie mir bis heute als Bundestagsabgeordneten keine Antwort darauf, ob es denn nun stimmt, was im Spiegel stand, ob denn nun tatsächlich Waffen exportiert werden sollten. Nun hat ja diese Geschichte mit den Leopard-Panzern einen viel größeren Hintergrund, als allgemein bekannt ist und in der Presse erörtert wurde. Aber du hast da ganz spezifische Informationen. Kannst du uns erläutern, wie dieser Deal überhaupt zustande gekommen ist? Naja, wie gesagt, ich habe, als das im Spiegel stand, nachgefragt, Bundesregierung sagt nichts. Dann habe ich mich mit den Panzernbauern getroffen, Krausmacher-Wegmann, die haben mich zwar empfangen, aber auch nichts gesagt. Und dann bin ich nach Saudi-Arabien gefahren, um dort mit den Einkäufern zu reden, mit dem obersten Einkäufer des saudischen Militärs. Der hat mich auch empfangen, der wollte mir auch nichts sagen, aber spannend war, auf dem Weg zu diesem Saudi in Riad, da wird man dann als Abgeordneter natürlich von der Botschaft rumkutschiert, und da saß neben mir der deutsche Militärattaché an der Botschaft dort in Riad, und der fing plötzlich an, mir die ganze Geschichte zu erzählen. Ich glaube, der hat damals gar nicht mitbekommen, dass es in Deutschland alles noch geheim gehalten wird. Er erzählt mir, ach, Herr van Aken, das geht ja nicht nur um 200, das geht um 270 Leopard-Panzer, und das Ganze hängt damit zusammen, dass ursprünglich die Spanier den Saudis diesen Panzer verkaufen wollten. In Spanien gibt es eine Lizenzproduktion für den Leopard-Panzer, und die Spanier haben wohl schon halberwegs illegalerweise einen Testpanzer nach Saudi-Arabien verschafft. Der wurde dort getestet, und das alles hat irgendwann Krausmacher-Wegmann, die deutsche Firma, mitbekommen, hat gesagt, wir lassen uns jetzt doch nicht hier ausbremsen von den Spaniern, und haben selbst einen Antrag an die deutsche Bundesregierung gestellt. Obwohl klar war, seit 30 Jahren lang haben sie es versucht, 30 Jahre lang hat die Bundesregierung Nein gesagt, und jetzt in dieser Situation, wo wohl sie Angst hatten vor der spanischen Konkurrenz, hat offenbar die Bundesregierung gesagt, ja, jetzt darf geliefert werden. Ein anderes heikles Rüstungsgeschäft im Mittleren Osten sind ja die U-Boote an Israel. Also wir beliefern einmal die Saudis mit Panzern und die Israelis mit U-Booten. Beide sind durchaus sich nicht grün in der internationalen Politik. Und das Kritische an den U-Booten ist ja, dass die schon von Haus aus ausgerüstet sind zum Abschuss von Atomraketen. Und darauf angesprochen hat unser Verteidigungsminister de Maizière gesagt, dass wir ja nur die U-Boote liefern, aber keinen Einfluss darauf haben, wie die Israelis diese U-Boote bewaffnen. Damit hat er ja das U-Boot eigentlich zu einem harmlosen Trägersystem degradiert und sich die moralische Verantwortung relativ gering gehalten. Kann man sich da wirklich so einfach rausreden, wenn man diese Waffen, sag ich mal, in Konfliktgebiete liefert? Also das ist echt eine Geschichte. Kann man genauso sagen, ach, ich liefere jetzt an diese Terrorgruppe mal ein paar Waffen. Ich liefere ja nur die Waffen und ich weiß ja nicht, was sie damit tun. Oder ich gebe jetzt meinem kleinen Kind irgendwie einen Knüppel in die Hand. Ja? Ist das ja? Nicht genau das, was wir tun, wenn wir Waffen nach Syrien oder nach Libyen an bestimmte Terrorgruppen, also wir nennen sie dann Rebellen, liefern, aber andere sehen sie als Terroristen. Also ich meine, es ist ja nicht klar definiert, wer ein Widerstandskämpfer ist, wer ein Terrorist ist, wer ein Rebell ist. Ja, das ist tatsächlich so dieses, ich stehle mich aus der Verantwortung, indem ich sage, ich liefere ja nur eine Hardware, und was damit passiert, darüber habe ich keinen Einfluss. Dann kommt oft sogar dieser Spruch, auch mit einem Kugelschreiber kann man jemanden umbringen, und trotzdem liefern wir Kugelschreiber. Aber ich meine, so ein U-Boot, das extra so umgebaut ist, dass es Mittelstreckenraketen und damit auch atomwaffenfähig ist, das ist eine klare Beihilfe zur atomaren Aufrüstung eines anderen Landes. Und eigentlich hat sich die Bundesregierung irgendwann mal entschieden, selbst kein Atomwaffenstaat zu werden. Wir setzen uns weltweit immer wieder für nukleare Abrüstung ein, aber denn Israel zu helfen, ein eigenes Atomwaffenprogramm aufzubauen, das geht überhaupt gar nicht. Das ist ein Widerspruch zu jeglicher nuklearer Abrüstung. Das weiß de Maizière auch, und er weiß aber auch, dass er kein gutes Argument hat. Deswegen greift er zu diesen Milchmännchenrechnungen. Was mich sehr gewundert hat, ist, dass sich Claudia Roth sehr über diesen U-Boot-Deal aufgeregt hat. Sie hat gesagt, also das geht überhaupt nicht, es wäre gegen die grüne Friedenspolitik und so weiter. Wenn man jetzt aber zurückguckt, war Claudia Roth Sprecherin im Bundestag für Menschenrechte, als dieser Deal zustande kam. Also ursprünglich kam er irgendwann, glaube ich, in den 90ern zustande unter Kohl. Dann gab es aber nochmal eine zweite Lieferung unter Rot-Grün. Und diese U-Boote, die jetzt geliefert sind, sind eine Charge aus dieser zweiten Lieferung, die unter Rot-Grün genehmigt wurden. Also als Claudia Kron Bundestagssprecherin für die Menschenrechte war und sich überhaupt nicht zu diesem Deal geäußert hat. Und was mich auch wundert, ist, dass es doch das erklärte Ziel der rot-grünen Regierung gab, diese Rüstungsexporte zu verringern. Und trotzdem sind sie aber angestiegen unter Rot-Grün. Also sind die Politiker da irgendwie in Geiselhaft der Lobbyisten der Rüstungsindustrie, oder gibt es einen, wie die Amerikaner sagen, militärischen Komplex, der inzwischen so viel Macht hat,
dass die Bundesregierung, obwohl sie das erklärte Ziel hat, die Exporte zu verringern, gar nicht die Chance hat, da irgendwie einzugreifen? Also, das ist, glaube ich, ein bisschen komplexer. Ich glaube den Grünen tatsächlich, dass sie 98, 99, 2000 ernsthaft die Zahl der Rüstungsexporte verringern wollten. Die Frage ist aber, wie man das macht. Was sie auf gar keinen Fall wollten und wo sie sich leider bis heute weigern, ist, klare Verbote auszusprechen. Man könnte ja sagen, man liefert überhaupt keine Waffen mehr. Oder abgeschwächt, man liefert keine Panzer mehr oder man liefert nicht mehr außerhalb der NATO oder was auch immer. Aber sozusagen klar definierte Verbote und die stehen dann auch. Das wollen die Grünen und auch die SPD deswegen nicht, weil Waffenexporte für sie ein wichtiges Mittel der Außenpolitik sind. Wenn es denn in der Außenpolitik da ein Land gibt, mit dem möchte man gute Verbindungen aufbauen und das Land, nennen wir es mal Saudi-Arabien, sagt dann aber ja, aber zu den guten Verbindungen, die ihr mit uns haben wollt, gehört auch, dass ihr Waffen liefert, dann wollen auch die Grünen in der Lage sein, im Einzelfall solche Waffen zu liefern. Deswegen beharrten die Grünen auf diese Einzelfallentscheidung. Das Problem ist nur, wenn ich mich einmal darauf einlasse, dass ich sage, jeder einzelne Export wird im Einzelfall begutachtet, führt das am Ende dazu, dass in jedem Einzelfall am Ende auch geliefert wird. Denn es gibt in der ganzen Entscheidungskette niemand, der Nein sagt. Ja, das sehen wir an 16.000 Anträgen im Jahr. Und wie gesagt, das werden rund 100 höchstens abgelehnt. Alles andere wird durchgewunken, weil in der ganzen Nahrungskette, unten die Sachbearbeiterin bis oben hin zur Ministerin, keiner denn irgendwann mal die Reißleine zieht und Nein sagt. Und die Grünen und die SPD hatten das Anfang, 99 versucht, über eine strengere Formulierung der Exportkriterien hinzukriegen, wo dann Menschenrechte reingeschrieben worden sind, wo geschrieben wurde, in Staaten außerhalb der NATO darf gar nicht geliefert werden, es sei denn, es gibt besondere außenpolitische Interessen. Also sie haben das versucht, schärfer zu formulieren. Aber alles war immer noch butterweich, alles war immer noch Abwägungsprozess, naja, einerseits die Menschenrechte, andererseits die außenpolitischen Interessen und in jedem einzelnen Fall gewinnen die außenpolitischen Interessen, verlieren die Menschenrechte und das müssen die Grünen einsehen. Ich glaube, das haben sie mittlerweile auch kapiert, dass über eine strengere Formulierung dieser Kriterien nichts zu gewinnen ist. Man muss klare, definierte Verbote in die Gesetze reinschreiben und dann gibt es da keine Abwägung mehr. Dann hat man aber auch eben nicht mehr dieses Mittel der Außenpolitik, aber da muss man bereit zu sein. In allen Konflikten auf der Welt tauchen eigentlich deutsche Handfeuerwaffen auf. Sei es nun in Libyen, im Kaukasuskrieg oder auch im Drogenkrieg im Mexikanischen. Und gegen Heckler und Koch läuft ja aktuell ein Verfahren wegen Lieferung von Waffen in Gebiete, wo man hätte gar nicht hinliefern dürfen, aufgrund von Insiderinformationen. Und meine Frage wäre jetzt, hätte man diese Ermittlungen nicht viel früher einleiten können, wenn man sich die Seriennummern der Waffen in den Konfliktgebieten besorgt hätte? Und ist es nicht ein Versäumnis des deutschen Außenministeriums, dass es das nicht getan hat? Ein Beispiel zum Beispiel, in Georgien läuft eine georgische staatliche Spezialeinheit mit G36-Gewehren rum. Wurden offiziell nie dorthin geliefert. Wir haben schon mehrfach nachgefragt, warum besorgt ihr euch nicht die Seriennummern? Ich meine, ihr seid befreundet mit der georgischen Regierung, die müssen wir euch nennen. Die Bundesregierung möchte solche Dinge nicht aufklären. Denn geliefert wurde ja immer nur an gute Freunde. Und dann würde man ja irgendwann mal gute Freunde beim Schummeln erwischen. Weil irgendwer hat ja illegalerweise so ein G36-Gewehr weitergeliefert. Hat also gegen einen Vertrag mit Deutschland verstoßen. Und die Bundesregierung möchte das gar nicht aufklären. Der Verdacht bei Georgien ist zum Beispiel, dass es aus den USA kam. Er will denn die Merkel nochmal Obama anrufen und sagen, ne, wir haben hier irgendwie einen Deal gehabt, ihr habt unterschrieben, dass die Dinge in den USA bleiben, ihr habt das heimlich weitergeliefert, das dürft ihr nicht. Das wollen die gar nicht. Und deswegen stelle ich fest, in all diesen Situationen, wo wir illegal deutsche Waffen gefunden haben, in Libyen zum Beispiel auch, da hat die Bundesregierung kein Interesse hinterher zu sein. Sie wollen das nicht aufklären, weil sie genau wissen, dann müssen sie irgendwann einem befreundeten Staat auf die Finger klopfen. Das wollen sie nicht. Und deswegen gucken die sowas von intensiv weg und wollen überhaupt nicht wissen, wie die Seriennummern sind. Und da sehe ich auch meinen Job. Wir haben das in Libyen fast geschafft, leider nicht ganz. Das waren dann nachher gefälschte Seriennummern. Wir waren jetzt auf einer Messe in Abu Dhabi, wo wir auch wieder illegal weiter exportierte deutsche Sturmgewehre gefunden haben. Man muss dazu sagen, dass in Abu Dhabi immer sehr große Waffenmessen stattfinden. Genau. Und auch der Leopard-Panzer wird dort, glaube ich, immer sehr schön präsentiert. Ja, der war jetzt auch wieder da. Also ist diese IDEX, eine der weltgrößten Waffenmessen, und da war der Leopard-Panzer ausgestellt und eben das G36, aus saudischer Produktion, auch aus deutscher Produktion, gab es zwei Stände mit dem G36. Also das ist schon eine Sache für sich. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, die Giftgaswaffen in Syrien. Das ist ja ein sogenanntes Dual-Use-Geschäft gewesen. Die Deutschen haben
das Material dorthin geliefert, mit dem man, mit dem dann Syrien das Giftgasarsenal aufgebaut hat. Und Deutschland war ja auch für das Giftgasarsenal von Saddam Hussein verantwortlich gewesen. Durch eine Anfrage der Linken kam das jetzt heraus. Wie ist das jetzt mit diesen Dual-Use-Gütern? Also ich sage mir jetzt, sage ich mal als Unbeteiligter, das hätte man doch sehen müssen, dass die damit nicht so viel Zahnpasta produzieren wollen, dass das wahrscheinlich in die Giftgasproduktion fließt. Warum hat man dieses Geschäft trotzdem zugelassen? Und ich meine, wenn man die Frage ein bisschen weiter fasst, muss man ja auch fragen, warum liefern wir an den Iran Wiederaufbereitungsanlagen? Ich meine, es ist klar, die kann man auch für die Produktion von Atomwaffen nehmen. Man muss damit keine Brennstäbe für Kernkraftwerke produzieren. Also das mit den Dual-Use-Gütern ist wirklich schwierig, weil Dual-Use-Güter heißt ja, man kann sie zivil einsetzen und man kann sie auch militärisch einsetzen. Deswegen kann man sie nicht generell verbieten. Bei den Waffenexporten bin ich für ein generelles Verbot. Bei Dual-Use will ich aber auch nicht, dass Länder des Südens abgeschnitten werden von irgendwelchen neuen technischen Entwicklungen. Das ist ja völlig richtig, auch dahin zu liefern. Deswegen ist es da richtig, im Einzelfall zu gucken, diese Chemikalie oder dieses Spezialventil soll jetzt nach Brasilien gehen. Dann sagen wir, okay, da sind die Chemiewaffeninspekteure, gucken da regelmäßig rein, wir haben Vertrauen in das Land, es gibt null Anzeichen dafür, dass sie Chemiewaffen herstellen, also liefern wir die Chemikalie nach Brasilien. Ich meine, man weiß ja auch, dass Brasilien eine gewisse Exportwirtschaft hat und wahrscheinlich ist es relativ wahrscheinlich, dass sie damit ähnliche Sachen produzieren, die sie dann auch exportieren. Genau. Also es ist sehr schlüssig, wenn Brasilien sagt, sie brauchen jetzt diese Chemikalie für die Produktion, das kann man alles sich einmal angucken und sagen, sowas von unproblematisch liefern wir sofort. Aber die gleiche Chemikalie nach Syrien, von dem man damals schon wusste, dass es ein riesiges Chemiewaffenprogramm hatte, eigentlich das große letzte Chemiewaffenprogramm der Welt. Fast alle anderen Länder hatten schon diese Chemiewaffenkonvention unterzeichnet, haben zumindest angefangen, ihre Chemiewaffenbestände zu vernichten. Und wir wussten das, 92 und 94. Ich persönlich wusste das, dass es da ein großes Sarin-Programm gibt. Und da denn eine Chemikalie zu liefern, die ich direkt für die Sarin-Produktion brauche, ist für mich unfassbar. Und du hattest gefragt, warum haben die das gemacht? Ich weiß es einfach nicht. Es ist mir völlig unverständlich. Sie antworten ja auch nicht, warum sie es gemacht haben. Ich meine, klar, sie mussten jetzt antworten, weil auf diese Anfrage mussten sie antworten. Und ich glaube, sie dürfen auch nicht lügen bei solchen Anfragen. Obwohl sie hätten die Antwort verweigern dürfen. Ne? Ja, sie hätten sich rausreden können. Aber muss ja mal sehen, da sitzen dann welche und die überlegen, was tut uns jetzt am wenigsten weh. Und wenn sie jetzt lügen, das ist zu gefährlich für die, weil aus sowas kann schnell mal ein Untersuchungsausschuss werden und dann würde das auffliegen. Und dann sind sie ganz weg vom Fenster. Also Lügen ist immer schwierig für sie. Nicht antworten oder haarscharf daneben antworten, das sind alles solche Taktiken, die sie versuchen, aber die kennen mich auch. Und die wissen auch, dass ich nicht blöde bin. Und wenn sie hier rumgeeiert hätten, dann hätten wir die sowas von an die Wand genagelt. Das wissen sie auch. Also insofern ist es manchmal für sie wahrscheinlich einfacher und weniger schmerzhaft, wenn sie einfach mal dann doch mit den Fakten rüberkommen. In vielen anderen Punkten haben sie auch Antworten verweigert, aber hier hatten sie keinen wirklichen Grund, muss man sagen. Nun haben ja gerade die UN-Chemiewaffenkontrolleure den Friedensnobelpreis gewonnen, auch aufgrund dessen, dass das Nobelpreiskomitee wahrscheinlich auf diesen wichtigen Aspekt hinweisen wollte. Jetzt ist es ja schon seit Jahren so, dass der Einsatz von Chemiewaffen verboten ist, aber nicht der Besitz. Oder ist der Besitz inzwischen auch illegal? Also es sind zwei Sachen. Das gibt es schon seit fast 100 Jahren. Durch die Genfer Konvention ist der Einsatz der Chemiewaffen verboten. Und es gibt seit 1993, in Kraft getreten 1997, gibt es eine neue Chemiewaffenkonvention, die verbietet auch die Entwicklung, die Produktion, die Lagerung und Weitergabe von Chemiewaffen, also auch den Besitz. Das gilt aber natürlich nur für die Länder, die das unterzeichnet haben oder ratifiziert haben. Das sind mittlerweile über 190 Länder. Ich glaube, es sind nur noch 5, die das nicht ratifiziert haben. Syrien war eines von diesen 5 oder 6 Ländern. Ägypten, Israel sind 2 andere in der Region, die das nicht ratifiziert haben. Das heißt, für Syrien gilt das nicht. Syrien, wenn ich mich dieser Konvention nicht anschließe, dann darf ich Chemiewaffen produzieren, so viel wie ich will. Das heißt, sie haben nicht gegen internationales Recht verstoßen. Erst der Einsatz ist ein Verstoß gegen internationales Recht, aber nicht die Produktion. Leider ist das so. Wenn man sich das Ganze anguckt, dann ist es ja logisch, wenn man viel Waffen in die Welt produziert, produziert man auch viele Flüchtlinge. Auf der anderen Seite rüstet sich Europa ja gerade zur Festung aus. Also wir machen unsere Grenzen unüberwindlich. Man hört immer wieder, dass Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken und jetzt aktuell die Flüchtlinge in Hamburg sollen wieder abgeschoben werden, weil es halt rechtlich so zulässig ist.
Es gibt ja in Deutschland eine recht unwürdige Flüchtlings- und Asylpolitik über die Drittstaatenregelung. Das bedeutet also, ein Flüchtling kann eigentlich gar nicht legal nach Deutschland kommen, was für uns natürlich sehr bequem ist. Aber wir wissen ja auch, dass wenn wir die Flüchtlinge wieder in die Drittstaaten abschieben, nach Griechenland, Spanien, Italien, dass sie dort nicht sehr gut behandelt werden. Ich frage mich, ob wir nicht unseren Wohlstand, weil die Politiker begründen ja die Rüstungsexporte immer wieder mit Arbeitsplätzen, nicht auf den Elend dieser Flüchtlinge aufbauen und dass wir dann auch noch unsere Türen verschließen und diese Flüchtlinge halt nicht ins Land lassen. Ich sehe genau diesen Zusammenhang auch. Also es ist wahrscheinlich, wäre es zu viel zu sagen, dass Deutschland schuld ist an den ganzen Konflikten dieser Welt. Das sicher nicht. Aber Deutschland trägt durch die Waffenexporte zu den meisten Konflikten bei. Und es gibt natürlich viele Menschen, die fliehen vor diesen Konflikten, die fliehen auch vor deutschen Waffen. Und ich finde das nur zynisch. Einerseits die Konflikte irgendwo anders mit befeuern und dann aber die Opfer hier nicht reinlassen. Das ist in Syrien ja das Gleiche. In Syrien tut Deutschland nichts dafür, dass da irgendwie weiter Waffen in den Konflikt reinkommen, egal an welche Seite. Aber Flüchtlinge werden ja kaum reingelassen aus Syrien. Das finde ich wirklich jämmerlich. Die Bundeswehr hat sich ja gerade aus Afghanistan zurückgezogen und das Lager in Kunduz wurde an afghanische Sicherheitskräfte übergeben. Ich habe mir bei YouTube den Film der Bundeswehr angeguckt über die Übergabe des Lagers und dort haben sie berichtet, dass sie einmal die Küchen umgebaut haben, weil die Afghanen gerne offene Feuerstellen benutzen. Dann, dass das alles super war in Afghanistan, dass sie den Leuten geholfen haben. Sie haben Schulen gebaut, sie haben Sicherheitskräfte ausgebildet und sie übergeben jetzt ein tolles Lager und eine tolle Infrastruktur an ein tolles, befriedetes Gebiet. Klar, das ist die Bundeswehr und die muss es wahrscheinlich so berichten, weil sie ja auch, sag ich mal, nicht vor ihren eigenen Leuten zugeben will, dass sie halt viele Probleme dort gehabt hat in Afghanistan. Aber wie wäre dann jetzt realistischer, sag ich mal, der Einsatz der NATO und insbesondere der Bundeswehr in Afghanistan zu beurteilen? Naja, ich glaube, eine Friedenslösung in Afghanistan gibt es erst, wenn die NATO raus ist. Denn viele kämpfen dort gegen die NATO, weil die NATO da ist. Es ist auch nicht so, das darf man jetzt nicht glauben. Wir als Linke fordern ja seit 12 Jahren, dass die Bundeswehr da raus soll und die NATO da raus soll. Ich habe nicht die Illusion und niemand von uns hat die Illusion, dass mit dem Tag, wo die NATO abzieht, dort alles glücklich und friedlich wird. Überhaupt nicht. Das ist ein Bürgerkrieg, der tobt mit der NATO, der würde auch ohne die NATO weitergehen. Aber überhaupt eine Friedenslösung, dass die verschiedenen Beteiligten im Bürgerkrieg an einen Tisch kommen und mal einen Waffenstillstand aushandeln, ist erst möglich, wenn die NATO draußen ist. Und deswegen finde ich das sträflich, dass sie nicht schon vor 5 Jahren oder vor 8 Jahren abgezogen sind, sondern tatsächlich jetzt erst abziehen, weil sie so lange eine Friedenslösung blockiert haben. Muss man nicht realistischerweise sagen, dass die NATO eine Regierung, die nur durch Wahlfälschung an die Macht gekommen ist, in Afghanistan an der Macht gehalten hat und dass es nur wahrscheinlich ist, dass die Afghanen jetzt diese Regierung absetzen, die sie wahrscheinlich gar nicht gewollt und auch gar nicht gewählt haben? Ja, ich meine, auch wenn die NATO nicht da ist, gibt es Wahlfälschung, von wem auch immer. Das ist keine legitime Regierung und den schlimmsten Fehler, den sie da ja gemacht haben, ist, dass sie das ganze System extrem zentralistisch aufgebaut haben. Alle Macht geht von Kabul aus und alles läuft auf Kabul zu, bis dahin, dass irgendwie jede Baugenehmigung für ein 2-stöckiges Gebäude muss in Kabul, in der Hauptstadt, genehmigt werden oder erteilt werden. Das ist das Gegenteil von dem, was eigentlich Geschichte in Afghanistan ist. Das war immer ein Gebilde, was extrem dezentral war, wo es verschiedene Regionen gab mit verschiedenen Machtstrukturen und so weiter. Die waren als Nation zusammengewachsen, aber es war extrem dezentral organisiert und diese Grundidee, die die NATO oder die USA da hatten, im Zentralstaat mit aller Macht in Kabul aufzubauen, das konnte nur scheitern. Und deswegen ist es wirklich völlig offen, was danach kommt. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich wieder die Machtzentren sich verlagern in die Fläche. Ob das denn ganz zerfällt oder ob das doch noch irgendwie zusammengehalten wird, das muss man abwarten, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber ich glaube, das ist das Erste, was wir sehen werden, dass die Macht sich aus Kabul wieder in die Provinz hinein verschiebt. Was wir ganz massiv in Afghanistan gesehen haben, ist ja die Zunahme des Drohnenkrieges, dass die Amerikaner versuchen, mit Drohnen gezielt Terroristenführer zu liquidieren. Und meine Theorie zu dem Thema ist jetzt, dass sie gemerkt haben, Guantanamo, das ist viel zu teuer. Die Leute können uns nachher verklagen, und wir können sie nicht wieder freilassen. Wir können ihnen nichts nachweisen. Billiger wird es für uns, wenn wir sie gleich hinrichten und dann brauchen wir sie nicht ein Leben lang zu inhaftieren. Auf der anderen Seite frage ich mich, wie legitim ist so ein Drohnenangriff? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn ich gegen einen Staat Krieg führe, dass ich dann auch die Drohne als Waffe einsetzen kann. Die Drohne wird aber auch in Pakistan eingesetzt, in Somalia, also in Staaten, wo gar kein Krieg geführt wird. Und da frage ich mich ganz massiv,
mit welchen Regeln des demokratischen Rechtsstaats will ich eigentlich so einen Drohnenangriff befürworten? Also man muss ja dazu sagen, dass viele dieser Drohnenangriffe auch durch die CIA eingesetzt werden. Und so wird ja die CIA zum Ankläger, Ermittler und auch zum Henker in einer Person. Und das widerspricht ja ganz massiv der Gewaltenteilung im demokratischen Rechtsstaat. Nee, völlig klar. Jeder Drohnenangriff ist ein Todesurteil, ohne dass es irgendeine Anklage gegeben hat, ohne dass es irgendein Gerichtsverfahren gegeben hat. Das ist völlig klar. Aus unserer Sicht ist das völkerrechtswidrig. Die Amerikaner nehmen ganz einfachen Trick. Die sagen, sie sind im Krieg. Das ist der War on Terror. Das ist keine Propaganda allein. Und das ist nicht nur so dahingesagt, sondern das ist juristisch für die Amerikaner ganz wichtig. Das ist ein War on Terror. Der läuft überall auf der Welt. Und deswegen ist es eine Kriegshandlung gegen gegnerische Kombattanten. So wie ich ihn mit dem Sturmgewehr erschießen darf, darf ich ihn auch mit der Drohne erschießen. Und damit rechtfertigen sie das. Das Konstrukt ist rechtlich aus meiner Sicht überhaupt nicht haltbar. Deswegen sind die völkerrechtswidrig. Und Amnesty hat ja gerade jetzt diese Tage im Bericht davon gesprochen, dass das zum Teil sogar Kriegsverbrechen sind und dass Kriegsverbrechen geahndet werden muss. Ich finde, das hat Amnesty hervorragend zusammengefasst. Und was ich aber nicht glaube, ist deine Einschätzung, dass das eine Entscheidung der Amerikaner ist. Das ist einfacher als festnehmen oder Guantanamo und so weiter, lieber gleich umbringen. Ich glaube, das ist eher anders. Wenn es dort ein Ziel gibt, ein Mensch gibt für die Amerikaner, von dem sie glauben, dass sie Informationen bekommen können, dann gehen sie lieber rein und nehmen den gefangen und verhören ihn, foltern ihn und was auch immer, um an die Informationen ranzukommen. Nun können sie aber nicht am Boden in Pakistan operieren. Das haben sie einmal gemacht, hier um hier Bin Laden umzubringen. Aber das können sie nicht dauerhaft in vielen Ländern der Erde machen. Und deswegen können sie sich entscheiden, sie tun nichts. Oder mit den Drohnen haben sie jetzt eben plötzlich die Möglichkeit, ich sag mal so low-intensity-mäßig, auch in Ländern, mit denen sie gar nicht im Krieg sind, Jemen und Pakistan und andere Länder, dort plötzlich auch sogar amerikanische Staatsbürger umzubringen. Das heißt, diese Drohnen, das ist das, was ich immer sage, erweitern die Kriegsführung. Nicht, weil Leute am Joystick und am Bildschirm viel eher mal auf den Knopf drücken, sondern weil die Führung in diesem War on Terror plötzlich die Möglichkeit hat, in Situationen, wo sie vor 15 Jahren ohne Drohnen gar nichts hätten machen können. Sie hätten in Jemen diese Leute gar nicht irgendwie habhaft werden können, entführen können. Also das wär technisch gar nicht machbar gewesen. Die können sie jetzt mit den Drohnen umbringen, und von daher halte ich das eher für nicht für einen Ersatz für Guantanamo oder ähnliches, sondern für eine schlichte Erweiterung der Kriegsführung. Eine Entgrenzung und Enthemmung der Kriegsführung eigentlich durch diese Drohnen. Warum möchte jetzt die Bundeswehr bewaffnete Drohnen haben? Na, erstmal verstehe ich das. Jedes Militär möchte möglichst jede Waffe zur Verfügung haben, damit, wenn es dann mal irgendwie zu einer Konfrontation kommt, ich bestens ausgerüstet bin. Deswegen kann ich der Bundeswehr überhaupt keinen Vorwurf machen. Die wollen alles, was geht. Ich glaube auch nicht, dass jetzt im Moment aktuell irgendjemand da sitzt und plant, hey, wenn wir diese Kampfdrohnen haben, dann können wir auch in Pakistan diesen und jenen mal abschießen und umbringen. Ich glaube sogar, dass die am Anfang damit eher zurückhaltend sein werden, weil sie eben diese kritische Debatte um die amerikanischen Drohnenangriffe kennen. Und trotzdem bin ich mir sicher, in dem Moment, wo die angeschafft sind, dauert das nicht lange, und schon wird die Bundeswehr Drohneneinsätze fliegen und irgendwo Angriffe fliegen, die ohne die Drohnen nicht stattgefunden hätten, weil es plötzlich technisch machbar ist. Und dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo sie sagen, der Typ, den haben wir seit 20 Jahren, jagen wir den, in Afghanistan oder wo auch immer. Endlich haben wir ihn und können ihn mit der Drohne abschießen, jetzt machen wir das. Das heißt, diese Entgrenzung wird auch bei der Bundeswehr stattfinden. Also Studien sprechen ja auch davon, dass die Tötungsschwelle herabgesetzt wird. Also wenn ich jetzt mit dem Gewehr an der Front stehe, habe ich gewisse Hemmungen, jemanden zu erschießen. Wenn ich aber jetzt nur einen Joystick habe und alles nur auf dem Bildschirm sehe, wahrscheinlich die Opfer gar nicht sehe, dann drücke ich wahrscheinlich leichter auf den Knopf, wenn mir jemand sagt, da unten sitzt jemand, der ist saugefährlich und könnte 1000 Leute umbringen. Ich bin da skeptisch. Hätte ich auch immer gesagt, aber ehrlich gesagt, ich war in diesem Kundus-Untersuchungsausschuss. Da ging es ja um diesen Bombenabwurf von deutschen Oberst befohlen auf über 100 afghanische Zivilisten, die da gestorben sind. Da habe ich auch die Videos gesehen, oben aus den amerikanischen Kampfbombern. Da sieht man wirklich nur die Umrisse der Landschaft, das war ja nachts um zwei. Und da sieht man dann ganz viele kleine schwarze Punkte, die da hin und her laufen. Das sind die Menschen. Das sieht da oben aus dem Kampfbomber genauso aus wie irgendwo in Kalifornien am Joystick für eine Drohne. Das macht heutzutage bei der heutigen Kriegsführung, glaube ich, kaum noch einen Unterschied, ob ich im Kampfbomber sitze und auf den Knopf drücke oder ob es eine unbemannte Drohne ist und ich drücke auf den Knopf irgendwo in Kalifornien. Und ich kenne die Studie nicht im Detail, aber ich habe mir sagen lassen, dass es eben solche Studien gibt, und da kommt eigentlich nicht raus, dass
auf der Ebene des einzelnen Soldaten, das enthemmter ist, sondern die Enthemmung findet statt auf der Ebene der Einsatzentscheidung. Aber ich glaube, das mit dem Joystick, das ist bei den Kampfbomberpiloten heute auch schon genauso. Weiteres Kriegsgebiet ist ja sozusagen das Cyberwar. Also der Krieg verlagert sich immer mehr aufs Internet. Und Stuxnet hat ja gezeigt, dass man damit erfolgreich Krieg führen kann. Stuxnet war der Virus, der eine iranische Wiederaufbereitungsanlage lahmgelegt hat. Anreicherungsanlage. Anreicherungsanlage, von der vermutet wird, dass sie für die Urananreicherung für Atomwaffen verwendet wird. Nun hat man den Code analysiert und hat mutmaßlich Israel und auch die USA als Urheber ausgemacht. Und in den Snowden-Papieren vom NSA-Whistleblower haben wir erfahren, dass dort auch die USA als Urheber genannt wird. Nun hat aber die USA unlängst verlautbaren lassen, nach ihren Richtlinien für den Cyberwar, dass ein Angriff ein Kriegsgrund ist. Und demnach behandelt die USA ihre Gegner ja so, wie sie selbst nicht behandelt werden wollte. Weil der Iran hätte ja jetzt theoretisch einen Angriffsgrund gegen die USA. Naja, das Problem ist eben tatsächlich der Nachweis, von wem kommt es. Das ist tatsächlich beim Cyberwar, bei Computerviren, gar nicht so anders wie bei den echten biologischen Waffen. Auch da weiß man denn ja gar nicht, woher das kommt. Angenommen, wir haben plötzlich hier eine tödliche Grippeepidemie in Deutschland. Vielleicht stellt man sogar fest, das war ein künstlich hergestelltes Virus, gentechnisch verändert. Kein Mensch weiß, wer es eingesetzt hat. Und genauso ist es bei dem Stuxnet. Gut, Snowden hat da jetzt was veröffentlicht, dem würde ich auch glauben. Aber vorher, das waren alle Spekulationen. Die technische Qualität deutete darauf hin, dass das die USA mit dabei waren. Aber ob das wirklich der Fall ist? Also genauso wird es aber den Amerikanern auch gehen. Die werden irgendwann mal cybermäßig angegriffen werden. Dann werden sie vielleicht behaupten, wir können nachweisen, das kommt aus China. Aber hallo? Also da ist, ich sag mal, die Möglichkeit für Sender-Gleiwitz-Operationen, wo irgendwer irgendwas macht, um es irgendwelchen anderen Leuten in die Schuhe zu schieben, sind da unbegrenzt. Das kann kein Mensch mehr überprüfen und kontrollieren. Eine kritische Geschichte war ja, dass in den USA wurde mal auf eine Pumpe zugegriffen aus Russland. Und später kam dann raus, dass es ein Techniker war, der hat in Russland Urlaub gemacht und hat dann im Internetcafé einfach nur das Wartungsprogramm einmal aufgerufen, das er kurz vor seinem Urlaub noch geändert hatte. Und demnach sind wir ja eigentlich in der Situation, in der wir auch im Kalten Krieg waren. Ein falscher Knopfdruck kann einen Krieg verursachen. Warum ist die Welt wieder so unsicher, wie sie schon mal war? Also warum haben wir aus all diesen Schrecken des Kalten Krieges nichts gelernt? Warum macht die USA solche Ansagen? Nee, die USA macht solche Ansagen, das ist so ähnlich wie die rote Linie von Obama im Syrienkrieg. Weil die USA glauben, dass eine Drohung durch die USA alleine abschreckend ist. Und da haben wir wahrscheinlich auch recht, dass sich jedes Land das dreimal überlegt, jetzt tatsächlich ein AKW in Amiland zu hacken, um das in die Luft zu jagen. Da müssen sie denn den Gegenschlag fürchten. Das Problem ist halt, dass es wahrscheinlich nicht so schwierig ist, so einen Angriff so zu verschleiern, dass die Amerikaner gar nicht wissen, wen sie denn angreifen sollen, wenn bei ihnen ein Atomkraftwerk gehackt wird. Ich finde das eine gute Frage. Also das war tatsächlich ja Anfang der 60er Jahre, war das ja teilweise wirklich kurz davor, dass die sich gegenseitig angegriffen haben, wegen fehlender Kommunikation. Und auch dieses NATO-Großmanöver, ja, das die USA... Ja. Nein, dass die Russen völlig fälschlicherweise, genau, als Angriff gedeutet haben. In den 80er Jahren war das noch, ne? Genau. Glaube ich. Ja, ja. Also, Ich verlinke das auf dem Wikipedia-Artikel. Also das stimmt natürlich. Das kann heute ganz schnell passieren. Auf der anderen Seite war das damals natürlich noch dichter davor, weil da gab es nur zwei Antagonisten. Da gab es den Ostblock und den Westblock und standen gegenüber. Aber völlig egal. Also wenn irgendwo was passierte im Westen, dann kann das nur aus dem Osten gewesen sein. Jetzt haben wir ja, ich sag mal, auch mehr multipolare Konflikte. Also auch die Iraner wissen jetzt nicht so richtig genau, irgendwie waren es die Amis, waren es die Israelis oder kam das vielleicht eher aus Russland, aus welchen Gründen auch immer, oder aus dem Irak, mit dem sie auch irgendwie nun lange Konflikte hatten. Also insofern, Saudi-Arabien gilt im Moment als der große Antagonist des Irans in der Region. Das heißt, auch die Iraner sitzen da wahrscheinlich und sagen, technisch zutrauen tun wir es den Amis, aber wissen wir nicht, ob die Amis das irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen den Saudis gegeben haben und die haben damit jetzt angegriffen. Das heißt, die Zuordnungbarkeit, die fehlt völlig. Was vielleicht eher auch solche schnellen Kurzschlussreaktionen wie im Kalten Krieg verhindern kann. Auf der anderen Seite natürlich ganz viel Propagandamöglichkeiten gibt, dass es irgendwem in die Schuhe geschoben wird, wo es nun mal gerade passt. Wie gesagt, was wir gerade hatten, denn der Gleiwitz-Operation.
Ja, auch False Flag Operation. Ja, genau. Genau. Also wir wissen ja, dass alle großen Kriege eigentlich mit einer Lüge passiert sind, wie der Tonkin-Konflikt und etliche andere Sachen. Trotzdem hat unsere Bundeskanzlerin ja unlängst das Internet als Neuland bezeichnet. Also klar, sie ist schon etwas älter und hat sich mit dem Internet wahrscheinlich nicht so richtig beschäftigt. Aber die Frage, die sich stellt, ist, ist die Bundesrepublik richtig vorbereitet auf einen möglichen Cyberwar? Ich will erstmal was zu dem Neuland sagen. Ich finde das eigentlich völlig okay. Also ich bin nun auch ziemlich Computer- und Internetaffin. Ich würde das nie als Neuland bezeichnen. Aber sagen wir doch mal realistisch, von den 80 Millionen Menschen hier in Deutschland gibt es viele, viele Millionen Menschen, für die ist das totales Neuland. Also da dürfen wir nicht immer nur von uns ausgehen. Und das Zweite ist, dass bestimmte Fragen, gerade Cybersecurity-Fragen, sind, glaube ich, auch für die größten Hacker-Spezialisten auch noch Neuland. Also ich habe mit dem geredet, der hier aus Deutschland mit an der Entschlüsselung von Stuxnet gearbeitet hat. Das ist vorderste Front, auch in der Hacker-Szene, irgendwie sowas wie Stuxnet. Und das überhaupt zu verstehen, was da abgeht, das ist alles Neuland. Also auch, sage ich mal, für die Fachleute. Insofern will ich Sie da mal unüblicherweise ein bisschen in Schutz nehmen. Und mit Cybersecurity, ich glaube, das sind alle total blank. Also ich habe gehört von Leuten, die richtig tief in der Szene dran sind, dass das, was Stuxnet kann, eigentlich gedacht hat, alle gedacht haben, das ist noch nicht möglich. Alle haben so gesagt, das kommt in 5 bis 10 Jahren auf uns zu und das hat alle kalt erwischt, einschließlich der Geheimdienste. Und ich glaube, dass im Moment da hinter den Kulissen extrem viel aufgebaut wird an Kapazitäten, weil alle doch unangenehm überrascht sind, dass die tatsächliche Entwicklung schon viel weiter ist, als sie dachten. Kann man das NSA-Überwachungsprogramm auch als Cyberwar bezeichnen, das vielleicht sogar gegen die Verbündeten geführt wird? Weil wir wissen ja, dass die Daten, die die NSA gewinnt, auch zur Wirtschaftsspionage missbraucht werden. Mhm. Und insofern könnte man es ja als Cyberwar betrachten gegen die ganze Welt. Und die Frage wäre jetzt, warum ist Deutschland da so passiv? Ich meine, jetzt gerade, wo wir gehört haben, dass Merkels Handy überwacht worden ist, hat sich Merkel da doch ein bisschen drüber aufgeregt. Oder das ist ja völlig albern. Ja. Aber dass vorher 80 Millionen Deutsche auch am Handy überwacht wurden, das war ja völlig egal gewesen. Und eigentlich war der Konflikt ja auch schon für beendet erklärt. Und jetzt wird er gerade wieder so ein bisschen angeheizt, aber so auf Sparflamme kommt es mir so vor. Ja. Also Cyberwar... Boah, da denke ich, Krieg ist dann schon irgendwie, wo am Ende Tote auf der Straße liegen, sage ich mal. Ein Cyberkonflikt ist das natürlich. Also das ist die Fortsetzung des Kampfes der Länder gegeneinander mit anderen Mitteln. Also das ist die andere Form der Spionage. Ich will die Spionage nicht als Krieg bezeichnen, aber das hat natürlich was mit Konflikt zu tun, das hat auch was mit Gegeneinander zu tun. Guten Freunden gucke ich nicht in die Unterhose. Also das ist absolut unglaublich, dass die Amerikaner das mit der Dreistigkeit gemacht haben. Aber ich finde ehrlich gesagt, mein Handy ist mir da genauso heilig wie das von Merkel. Ja, aber die Frage ist, ob das bei Merkel auch genauso ist oder bei Kofala oder Friedrich, die ja schon den Konflikt für beendet erklärt haben und jetzt bei Merkels Handy doch auf der Liste ist. Ne? Wobei ich, sage ich mal, das eigentlich hätte offensichtlich sein müssen. Natürlich. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück sagte ja im Wahlkampf, dass Merkel ihren Amtseid missbraucht hätte, dadurch, dass sie den NSA-Skandal nicht besser aufklärt. Weil sie muss ja Schaden vom deutschen Volk abwenden und wenn Wirtschaftsspionage hier betrieben wird, sei es auch durch die Amerikaner, ist das ein Schaden, der entsteht. Naja, Steinbrück ist ja auch ein bisschen Heuchler, weil die ersten Verträge mit den Amis hatten Steinmeier damals unterschrieben. Also insofern ist auch dem Steinbrück und den SPD-Land damals völlig klar gewesen, dass hier ganz viel mit Einverständnis der Deutschen passiert. Ich meine, irgendwer hatte in diesem Konflikt so schön gepostet, vor 25 Jahren gab es mal einen Spiegeltitel, wie die NSA hier alles aushorcht. Und wo es auch im Kern darum ging, dass die Deutschen das nicht nur wissen, sondern das auch mitmachen, weil der BND eben genau weiß, der BND darf bestimmte Informationen über deutsche Bürger nicht rauskriegen, aber der lässt die Amis das machen und kann dann bei den Amis fragen und kriegt dann über die hintenrum die Informationen über deutsche Bürger. Das ist heute mit Sicherheit genauso wie vor 25 Jahren, dass dort die Geheimdienste sich natürlich gegenseitig unterstützen und gegenseitig voneinander profitieren. Von daher sage ich mal, jemand wie Steinbrück, der mitregiert hat, der Teil der deutschen Bundesregierung war und Teil dieses schmutzigen Spiels war, der soll echt die Klappe halten und jetzt echt nicht hier so eine moralische Empörung spielen. Könnte Steinbrück nicht noch viel mehr machen? Also er könnte ja jetzt einen Missbrauchsantrag gegen Frau Merkel stellen und mit den Linken und den Grünen zusammen hätte die SPD sogar eine Mehrheit und sie könnten Bundeskanzlerin Merkel absetzen, aufgrund dessen, dass sie nichts macht.
Muss man ja jetzt der SPD unterstellen, dass sie doch eher einer großen Koalition Macht und Einfluss interessiert ist und dass das eigentlich nur Wahlkampfgetöse war, was er da von sich gegeben hat. Natürlich war das Wahlkampfgetöse. Ich meine, wie lange hat es jetzt gedauert? Ein paar Tage und die SPD ist umgefallen und macht jetzt alles mit in der großen Koalition. Das war jetzt vorgestern Konstituierung des Bundestages, das war ein jämmerliches Schauspiel. Das Erste, was SPD und CDU gemacht haben, erstmal Selbstbedienungsladen und sich gegenseitig nochmal einen Vizepräsidenten im Bundestag mehr gegönnt. Es ist unfassbar, also das, wie leicht die SPD da zu kaufen ist. Die Bundesregierung redet sich ja auch ganz gerne damit raus, dass sie keine Informationen hat, um ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. So weiß die Bundesregierung nicht, wie viele Atomwaffen in Deutschland lagern. Sie weiß nicht, dass die Bundeswehr in Afghanistan Zugriff auf die PRISM-Daten hatte. Sie wusste nicht, dass der BND Zugriff auf die PRISM-Daten hatte. Und auch diverse andere Sachen sagt man ja immer, da haben wir ja keine Informationen drüber. Dadurch entsteht ja irgendwie ganz massiv in der Öffentlichkeit der Eindruck, dass die Bundesregierung total inkompetent wäre und unwissend. Ja, wie gesagt, das ist bei diesen Fragen, die wir so stellen und die Antworten, die sie geben, müssen die sich eben immer entscheiden, geben sie uns die komplette Antwort oder stehen sie lieber als unwissend und dumm da. Und das ist immer so eine Güterabwägung bei denen, glaube ich. Und manchmal ist es, glaube ich, so, dass es den Ministern lieber ist, dass sie für inkompetent gehalten werden, als dass rauskommt, dass sie das alles wissen und das sogar noch gut finden und unterstützt haben und den Amerikanern alles irgendwie aktiv noch hinschieben, da stehen sie dann, glaube ich, lieber als inkompetenter. Ich glaube, dass die sehr, sehr viel mehr wissen, als sie uns sagen. Was mich extrem frustriert ist, Obama hat mal gesagt, als er von Reportern so zwischen Tür und Angel angesprochen werde auf irgendeinen NSA-Skandal, da muss ich mal mit dem NSA drüber sprechen, da habe ich auch keine Informationen drüber. Also, dass er selbst zur NSA hingeht, um sich die Informationen zu holen. Ja, das ist ja normal. Den Druck habe ich irgendwie auch hier in Deutschland, dass Pufalla dann zum BND hingeht und fragt, was macht ihr da eigentlich? Weil das ist ja alles so geheim, dass sie selbst ihn als den zuständigen Minister nicht informieren. Und da stellt sich ja dann die Frage, ob die Geheimdienste nicht ein Staat im Staat sind und vielleicht sogar den Staat lenken und ein gefährliches Eigenleben führen. Weil in meinem demokratischen Verständnis darf eigentlich niemand außerhalb der Verfassung stehen. Und die Gewaltenteilung müsste jetzt eigentlich dafür sorgen, dass sich auch der BND an unsere Gesetze hält. Wobei sie ja immer behaupten, er würde sich an unsere Gesetze halten. Nur für Deutsche und im Ausland dürfen sie dann wieder alles. Und also da muss man jetzt keine falschen Schlüsse ziehen. Dass Obama sagt, das weiß er nicht, da muss er NSA fragen, ist doch völlig normal. Also natürlich weiß auch eine Kanzlerin und Minister nicht alles, was in ihrem Geschäftsbereich abgeht, sondern da gibt es andere Leute in der Nahrungskette unter ihr, die sozusagen damit befasst sind und natürlich muss sie fragen. Auch ich weiß nicht alles, was in meinem Geschäftsbereich ist. Also wenn jetzt eine ganz spezifische Frage, ich sag mal, zu Waffenexporten nach Algerien kommt, dann muss ich auch immer meinen Mitarbeiter fragen, wie ist das da genau? Also das ist völlig normal, dass sie sich die Informationen holen müssen. Die entscheidende Frage ist ja, vorenthalten die Geheimdienste der politischen Führung Informationen? Also ist das so, und das wäre dann diese Staat-im-Staat-Geschichte. Das heißt, verheimlicht der BND aktiv selbst der politischen Führung Informationen? Ich würde mal davon ausgehen, dass ja, ich kann es aber nicht beweisen. Und das ist natürlich dann auch für eine politische Führung ganz schwer, das nachzuweisen, da irgendwie ranzukommen. Das ist am Ende eine Vertrauensfrage. Ich bin ja sowieso für die Abschaffung der Geheimdienste. Denn das Geschäft der Geheimdienste ist Intransparenz und ich bin für Transparenz. Das ist ganz einfache Logik. Aber also diesen Rückschluss, Obama muss erstmal NSA fragen, deswegen NSA verheimlicht ihm, muss nicht unbedingt sein. Ich wollte zum Abschluss nochmal auf das Völkerrecht zu sprechen kommen. Wenn man sich die letzten Konflikte der NATO und insbesondere der USA anguckt, dann fällt ja eins auf, dass in Jugoslawien und in Afghanistan gab es das UN-Mandat erst nachdem die NATO angegriffen hatte. Und im Irak wurde ganz ohne UN-Mandat gekämpft. Ist das nicht eine gefährliche Entwicklung hinzukriegen ohne UN-Mandat? Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die UN-Charta wollte. Ja, finde ich auch ganz schlimm. Und auch die Selbstverständlichkeit, mit der dann auch die NATO oder selbst die EU für sich überlegen, gut, wenn wir kein UNO-Mandat kriegen, dann geben wir uns ein EU-Mandat oder ein NATO-Mandat. Ich meine, es hat ja NATO-Kriege gegeben ohne UN-Mandat und das finde ich ganz, ganz bedenklich. Also es gibt ein Gewaltverbot in der UN-Karte, das sagt irgendwie nur zur Selbstverteidigung und wenn eben der UN-Sicherheitsrat das feststellt, Bedrohung des Friedens, und da kann das nicht angehen, dass die Amerikaner nach wie vor, wie die Weltpolizisten, in aller Welt da eingreifen, wo sie wollen. Mittlerweile sind es ja nicht nur die Amis. Also ganz stark in Libyen und auch in Syrien Druck gemacht haben für militärisches Eingreifen. Das waren ja Frankreich und England. Noch vor den Amerikanern eigentlich.
Wie müsste man, also nehmen wir mal an, das Völkerrecht wäre verbindlich wirklich für alle Staaten. Wie müsste man das Völkerrecht ausgestalten, um, sag ich mal, das Ziel, wirklich Frieden ohne Waffen zu schaffen, zu erreichen? Also wirksame Rüstungskontrolle gestalten. Naja, Welt ohne Waffen haben wir dann, wenn Frieden ohne Waffen. Oder Frieden ohne Waffen. Aber also das Entscheidende ist doch, wie schaffe ich Sicherheit? Also was brauchen die Menschen? Man sagt ja immer satt und sicher. Ne? Also sie müssen sicher leben können, sie brauchen was zu essen. So, wie schaffe ich Sicherheit? Wenn ich mich durch den Nachbarn bedroht fühle, dann rüste ich auf. Nicht zwangsläufig, ich könnte auch diplomatisch mit ihm verhandeln. Mit ihm einigen. Dann würde ich mich aber nicht mehr bedroht fühlen. Das ist so der Punkt. Also wie schaffe ich es, das Sicherheitsbedürfnis zu stillen, ohne dass ich das über Waffen, über Konfrontationen und so weiter mache. Und dazu gehören Dialogforen. Ich finde, das allerbeste Beispiel aus der Geschichte ist die OSZE. Die OSZE ist genauso ein Dialogforum zwischen den europäischen Staaten, um für Sicherheit zu sorgen. Und da, wo Konflikte entstehen, die entstehen immer, auch zwischen Staaten oder zwischen Regionen, die zu moderieren und im Gespräch zu lösen. Und zwar so früh, bevor sich das hochgeschaukelt hat in Eskalation, aus der keiner mehr rauskommt. Also ein bestes Beispiel wäre jetzt Südchinesisches Meer. Japan, Russland, China streiten sich da um einzelne Inseln. Warum bilden die nicht, also nicht ab und an mal, wenn es denn sein muss, sondern warum bilden sie nicht wirklich eine richtige Organisation, die sich damit befasst und sozusagen diese Fragen irgendwann mal völkerrechtlich klärt, sodass sie überhaupt nicht in die Situation kommen, plötzlich aus innenpolitischen Gründen da mal militärisch aufzufahren und dann haut der andere dagegen und dann haben sie plötzlich eine Kriegssituation, die keiner wollte, weil sie den Konflikt nie gelöst haben. Das heißt, wir nennen es immer ein kooperatives Sicherheitssystem. Sicherheit schaffen über Kooperation. Das funktioniert, das sieht man im Kleinen, wie aber auch im Großen, wie bei der OSZE. Und für Deutschland würde das für mich heißen, NATO auflösen und dafür eben so ein kooperatives Sicherheitssystem mit Russland, aus meiner Sicht eigentlich auch noch China und Indien und den europäischen Staaten aufzubauen, wo man sagt, wenn wir da alle Konflikte frühzeitig entschärfen, braucht keiner von uns mehr ein Militär. Ganz einfach. Ich habe mich mal mit amerikanischen Soldaten unterhalten, die nach Russland gefahren sind, um dort die Vernichtung von Atomwaffen zu kontrollieren. Und die haben mir erzählt, dass das, was sie dort gemacht haben, eigentlich das Größte war, was so Völkerverständigung und friedensmäßig sich möglich war. Weil sie haben sich immer gedacht, die Russen wären die Bösen, die wären abgrundtief schlecht, das wären Kommunisten, haben sie so in der Schule gelernt. Und als sie rübergefahren sind und dann von den freundlichen empfangen worden, rumgeführt worden, denen die Waffensysteme gezeigt wurden und so weiter, da haben die gemerkt, das sind auch ganz normale Menschen, ganz normale Soldaten, die dienen ihrer Armee so wie wir, sind patriotisch und die wollen genauso wie wir ihre Atomwaffen abschaffen und die wollen eigentlich uns gar nicht vernichten. Und das sind nicht diese abgrundtiefen bösen Menschen, sodass diese Zusammenarbeit und Kooperation viel mehr für den Frieden getan hat, als alles, was die Politiker eigentlich vorverhandelt haben. Dass es in diesem Kalten Krieg so viele Missverständnisse gab, aufgrund dessen auch, dass sich die Geheimdienste halt wichtig tun wollten und ihre Existenz halt darlegen wollen. Wir sind wichtig, wir haben Informationen. Die Informationen hätte man wahrscheinlich ganz anders auf diplomatischen Wege bekommen können. Zum großen Teil auch, aber man darf ja nicht vergessen, das sind vieles davon sind auch innenpolitische Entscheidungen. Also, dass die Amerikaner die Russen derart zu den Bösen gemacht haben, die Sowjets damals. Das hat natürlich auch was mit ganz viel mit Innenpolitik zu tun. Und das darf man nie vergessen. Wir sehen, wenn wir andere Länder angucken, sehen wir das immer mit dem außenpolitischen Blick. Aber fast alle Entscheidungen in diesen anderen Ländern fallen auch innenpolitisch. Also was habe ich hier gerade für Konkurrenzfraktionen, die ich jetzt einhegen muss? Muss ich dafür mal gerade den starken Mann spielen? Das tue ich aber nur nach innen. Ne? Und die Amis müssen eigentlich gar keine Angst haben, aber die Amis nehmen das plötzlich ernst, was der eigentlich nur als innenpolitisches Schauspiel da aufführt. Und das sind, glaube ich, viele Ursachen für Konflikte. Und in dem Moment, wo ich so ein kooperatives Sicherheitssystem habe, wo man dann auch zusammensitzt und dann sagt, macht euch keine Sorgen, müssen wir gerade mal innenpolitisch irgendwie mal harte Hand zeigen, aber das hat nichts mit euch zu tun, das funktioniert. Ja, ich wollte dann nochmal auf die neue Bundesregierung zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt wirklich eine große Koalition bekommen, und es sieht ja danach aus, dass wir das bekommen, dann ist ja die Opposition so klein im Bundestag, auch aufgrund dessen, dass die FDP rausgeflogen ist, dass man mit den Stimmen der Opposition nicht mal einen Untersuchungsausschuss beschließen kann. Ich meine, ist das nicht eine ganz gefährliche Situation für unsere Demokratie, weil dann kann das Grundgesetz beliebig geändert werden, zweitens kann die Opposition nicht mal einen Untersuchungsausschuss beschließen und drittens ist die Opposition ja zahlenmäßig so klein, dass wahrscheinlich die ganze Arbeit gar nicht geleistet werden kann, alle Regierungsgeschäfte zu überwachen, zu kontrollieren und kritisch zu hinterfragen.
Ja, das mit dem zu klein, klar, kommt jetzt mehr Arbeit auf uns zu, aber das kriegen wir gebacken. Gefährlich ist tatsächlich kein Untersuchungsausschuss, denn was heißt das? Wenn wir keinen Untersuchungsausschuss mehr beantragen können, dann habe ich auch viel weniger Druck vorher. Ich arbeite ja ganz viel damit, dass ich schriftliche Fragen stelle, die Bundesregierung beantwortet. Und sie muss immer im Hinterkopf haben, wenn ich jetzt falsch antworte oder wenn ich nicht antworte, gibt es vielleicht einen Untersuchungsausschuss. Wenn die Drohung wegfällt, antworten die mir auch im Alltag viel weniger. Ist ja völlig klar. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir dieses Druckmittel Untersuchungsausschuss behalten. Und das ist relativ simpel. Entweder einigen sich SPD und CDU drauf, dass sie da eben das Grundgesetz ändern, dass das dass auch wir als 20% Opposition das beantragen können. Und wenn sie es nicht tun, dann klagen wir das durch. Da geht es sofort nach Karlsruhe. Also wir haben schon einen Plan für einen Untersuchungsausschuss. Den werden wir beantragen. Wenn CDU, SPD das nicht mitmachen, dann geht es gleich nach Karlsruhe. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass das Bundesverfassungsgericht da die Minderheitenrechte unterstützen wird. Auf welchen Untersuchungsausschuss geht es da? Naja, ein Beispiel könnten diese Chemiewaffen sein. Wir haben relativ viele Fragen gestellt und an den entscheidenden Punkten verweigern sie uns jetzt die Informationen. Wir bauen da gerade einen ganz guten Fall auf für einen Untersuchungsausschuss. Und das Schöne daran ist, dieser Untersuchungsausschuss hätte im Zentrum wahrscheinlich die letzte große Koalition. Das heißt, es würde sehr gezielt gegen CDU und SPD gehen. Und es kann deswegen gut sein, dass CDU und SPD heute sagen, diesen Untersuchungsausschuss wollen wir lieber nicht, weil der geht uns selbst an die Unterwäsche. Und da sollen sie mal Nein sagen. Dann wollen wir mal sehen, was Karlsruhe sagt.